Jetzt ist ja die Frage, wenn man dann mal drin ist im Internet, was macht man denn da? Man kann natürlich viel Spaß haben, man kann aber auch vor allem ganz viele Informationen finden. Manchmal sind es ein bisschen zu viele Informationen, die da irgendwie durch die Gegend fliegen, insbesondere zum Thema Umwelt. Da gibt es ja 100.000 Informationsquellen und die Frage ist, wie kann man das denn zusammenbringen? Wie kann man diese ganzen Umweltinformationen in eine einzige Karte packen? Das hat sich das Projekt Environment Map mal überlegt, wie man das tun könnte. Und hier kommen jetzt Taro, Bastian, Agnes, Dietke und Jasper und stellen ihr Projekt vor. Unser Projekt heißt Environment Map, weil es uns nervt, dass mit der Umwelt so schlecht umgegangen wird. Und wir haben einen kleinen Film dazu vorbereitet. Der wird gleich angezeigt. Theoretisch wissen wir alle, welche Probleme es gibt. Bei Auswirkungen bekommt man aber meist die Auswirkungen bekommt man aber meist nicht mit. Vor allem wir müssen uns diesen Problemen stellen, weil wir die Hauptursache sind. Waldrodung, Klimawandel und Umweltverschmutzung. Das ist einfach wichtig, dass wir uns jetzt langsam diesen Themen einfach stellen und wir möchten einfach jedem die Möglichkeit geben, sich die ganzen weltverändernden Probleme auch anzuschauen und auf einen Schlag zu sehen, Ursache, die Auswirkungen und genau. Dafür haben wir die App Environment App entwickelt und auf einer Karte können wir hier die verschiedenen Probleme sehen. Genau. Besuchen Sie uns auf GitLab oder unter environmentmap.ml. Also hier könnt ihr jetzt unsere Webseite sehen, die auch online ist. Also jeder Punkt stellt ein Problem dar. Und wir haben auch verschiedene Kategorien, damit wir das ein bisschen übersichtlicher haben, die wir da im Dropdown-Menü, genau. Also haben wir zum Beispiel Agrikultur und Forstwirtschaft oder Kryosphäre. Und falls wir uns nur für eine oder zwei Kategorien besonders interessieren, können wir die anderen ausschalten. Und wir können zum Beispiel auch jetzt auf Italien reinzoomen und uns da anschauen. Und wenn wir genaueres wissen wollen, können wir darauf klicken. Und dann sagt es uns, dass in der Nähe von Neapel Zugvögel immer früher zurückgekommen sind. Und schließlich haben wir auch noch einen Alpaka eingebaut, das natürlich hier in Heidelberg ist. Genau, und wir haben uns an Open Data bedient, nämlich von einer Organisation, die durch die UN gefördert wurde. Und zwar waren das verschiedene Forscher, die ihre Daten zusammengetragen haben zu allen möglichen Auswirkungen vom Klimawandel, genau, und dann kategorisiert haben. Und die haben mir dann halt als PIN dann in die Karten gegeben. Das Ganze haben wir mit OpenStreetMap gemacht und haben dann die Karte in unsere Webseite eingebaut. Wir haben auch Leaflet benutzt. Das ist eine Open Data für JavaScript, um solche OpenStreetMap-Karten zu benutzen.
Dort kann man mit Hilfe von Koordinaten Marker setzen und zu denen jeweils ein Pop-up setzen. Und dadurch konnten wir diese Pop-ups dann setzen. Genau, das Ganze liegt auf GitLab, falls es sich irgendjemand angucken möchte. Und wie haben wir es denn... Oh, einen Moment, falsche Software. Wie haben wir es denn gemacht? Also wie schon erwähnt, es ist in JavaScript geschrieben. Diese Datensätze vom IPCC von der UN sind 2700 Datensätze zum Thema Auswirkungen des Klimawandels. Die haben wir einmal verarbeitet. Die waren als profitäres Format leider nur verfügbar. Demnach mussten wir sie erstmal in maschinenlesbares umwandeln, haben sie dann hier eingebunden und diese wunderbaren Marker gesetzt. Genau, das Ganze ist verfügbar als Web-Anwendung oder für Mobilanwendungen als Progressive Web App. Wer das schon, davon schon gehört hat, JavaScript plus Service Worker plus Manifest ist gleich installierbare App aus HTML und CSS. Ja. In Zukunft wollen wir auch noch an einer Suchfunktion arbeiten und zu manchen Studien gibt es zwei Marker und die fügen wir dann einfach zu einem zusammen. Und Sie können auch, wie schon erwähnt, gerne auf der Website vorbeigucken. Das ist environment-map.ml. Wir würden uns freuen, wenn Sie da mal vorbeischauen.